Ich bin 21 Jahre alt und mache seitdem ich 14 bin Mucke. Mein größter Traum ist es, für den Rest meines Lebens davon leben zu können. Dafür arbeite ich jeden Tag und das ist die Videoreihe, wo ich euch darauf mitnehme. Ich denke, ihr könnt unfassbar viel lernen, weil viele von euch wahrscheinlich den gleichen Traum haben. Oder lasst euch einfach unterhalten mit diesem neuen Videoformat. Was geht YouTube? Mein Name ist Selman und ganz herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Kurz, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du neu hier bist, lass unbedingt ein Abo da, damit du nichts mehr rund ums Thema Mucke verpasst. Und wir gehen rein ins Video. Ja, Friends, heute stehen einige Sachen an. Es geht zum Beispiel um Beats für Litiway, aber auch Beats für Absent. Das sind so die beiden Main-Punkte, die ich heute mache. Aber zum Beispiel auch noch ein Mix für einen Song, den ich bald abgeben werde, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Also sehr viel auf der Agenda, lass uns gar keine Zeit verlieren. Die erste Aufgabe des Tages ist es, nice Pop-Punk-Gitarren-Loops für Litiway zu finden. Dafür bin ich auf Splice gegangen und ich würde sagen, wir geben einfach mal Pop-Punk ein und gehen dann Instrumente, Gitarre, Loops noch und dann mal sehen, was wir finden. Aber sowas hasse ich immer. Alles nur von einer Dings. Mal gucken. Okay, das ist es nicht. Dann scheiß mal hier auf Pop-Punk. Dann machen wir einfach Gitarre und dann gehen wir auf Genre Pop. Das ist cool, den lade ich mal runter. Ich schicke ihm einfach ein Pack, dann kann er sich später die Loops, die er am meisten feiert, raussuchen und wir bauen dann darauf ein Beat. Und rein in die Dropbox. Ja, ich suche so ein Pack, so 10 Loops oder so ist mein Ziel. Das ist cool, können wir auch mit reinmachen. Ich muss aber sagen, ich bin hier jetzt schon auf Seite 3 und ich habe irgendwie noch nicht so viel gefunden. Deswegen gehen wir mal hin und machen Pop und guck mal, was wird uns hier noch vorgeschlagen. Rock? Pop Rock maybe? Ah, irgendwie gönnt Splice nicht mehr. Find echt wenig. Bin jetzt 10 Minuten fast drin, ich habe 2 Loops, was ist da los? Ich habe auch noch irgendwie keinen so richtigen Banger. Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, Planänderung. Irgendwie klappt Splice nicht. Mal gucken, was hier kommt. Auch das hat sich irgendwie schwieriger herausgestellt als erwartet. Also, wenn ihr Loops für mich habt, nicht nur jetzt so diese Pop-Punk-Gitarren, sondern alles mögliche. Loops@selma.net wird hier jetzt auch gerade ganz fett aufs Display eingeblendet. Gerade nochmal so gerettet. Schickt mir gerne Loops. Eid. Ich würde sagen, ich schicke die Loops raus. Steuerung C. Bam. Yalla. Mal sehen, was er sagt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Als nächstes muss ich einen wunderbaren Song mixen, der schon sehr bald kommt. Ich weiß, dass ihr sehr, 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 sehr hyped darauf seid. Ich hoffe, das geht auch so weiter. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es seid. Vielleicht kennst du den Song noch nicht. Ich zeige ihn euch jetzt. Es dauert noch ein bisschen, ja. Ein bisschen Geduld noch. Aber bald. Ich hoffe, ihr seid fucking ready, Alter. Vielseitig viel zu verändern, schwebe ich den Traum so wie ein Traum. Zwischen uns läuft gar nichts, wie es sei. Doch sind mir mein Nackt, ist das egal. Sie will zart und Blick aufs Eis. Dein Body wird von Nägeln gemacht. Okay, Friends, ich habe natürlich noch ein bisschen an dem Mix geworkt, aber das ist für euch ja relativ langweilig und ich darf euch auch noch nicht zu viel spoilern. Deswegen geht es jetzt weiter mit einem Beat für Absent. Dafür habe ich diesen wunderschönen Loop geladen. Shoutout MSC. Und da bauen wir jetzt einen wunderschönen Beat drauf. Let's go. Ich will übrigens bald zum ersten Mal wieder eine Maus benutzen. Ich habe mir sogar schon eine bestellt. Bin mal gespannt, was das für ein Video wird. Hättet ihr Bock drauf? Mach ich da ein ganzes Video draus? Ich benutze zum ersten Mal wieder eine Maus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Der Loop ist aber jetzt arranged und dann können wir gucken, dass wir ein paar Drums drauf machen. Wer sich wundert, warum ich FL benutze, um einfach nur Beats auf Samples bauen, finde ich FL immer noch sehr geil. Deswegen, let's go FL.
mit zwei DAWs gleichzeitig zu worken ist auch ein bisschen schwierig bezüglich der Hotkeys. Zum Beispiel in Ableton, wenn ich Command-Shift mache, dann macht er den Halbton nach oben und in FL halt eine Oktave und mit Shift ist es in FL der Halbtonschritt und in Ableton die Oktave. Ist einfach genau andersrum. Ich wünschte auch, ich hätte niemals wechseln müssen. Nicht mal, weil ich Ableton scheiße finde, im Gegenteil, ich mag Ableton, aber FL, Digga, ich benutze das schon so lange, ich kann das einfach auswendig. Es ist so unnötig, eine neue DAW zu lernen, aber sie läuft halt einfach scheiße auf Mac. Ist echt schade. By the way, jeder einzelne Sound aus diesem Beat ist aus meinem Stash Burn Kit. Aber dazu erzähle ich euch noch kurz was. Und zwar, und du solltest mir dringend zuhören, wenn du möchtest, dass deine Beats aufs nächste Level gehen, habe ich vor nicht allzu langer Zeit mein erstes eigenes Drum Kit rausgebracht. Das Ganze ist ein Stash Drum Kit, das heißt, es sind die Sounds, die du als Produzent in 2024 haben musst. Ohne diese Sounds wirst du auf dem Markt nicht ernst genommen werden und vor allem sind es alle Sounds in der höchsten Qualität. Es gibt 4 Versionen für alle Budgets und es wird pro Version quasi immer günstiger pro Sound. Hier sind jetzt die Preise pro Sound eingeblendet. Das Kit ist sowieso schon unfassbar günstig und ein absoluter No-Brainer, aber ich habe für euch nochmal 10% Rabatt mitgebracht. Mit dem Code STUDIO könnt ihr die sparen, weil das Studio zahlt sich nicht von alleine. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn ihr parallel auch noch auf der Suche nach Melodie-Sounds seid, habe ich noch was für euch. Und zwar habe ich auch mein erstes One-Shot-Kit rausgebracht. Auch hier alles in höchster Qualität. Ich möchte nicht so viele Worte dazu verlieren, außer, dass wenn ihr beides zusammen holt ihr sogar 20% Spar. Ganz viel Spaß mit den Kids und weiter mit dem Video. Danke, dass du dir das angeschaut hast. Alright, dann hoffe ich, dass ihr alle ganz viel Spaß mit dem Kit habt, so wie ich. Also ihr seht, ich habe einfach ein paar Sounds ausgewählt, zack, 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 bam, Viertelstunde stand der Beat, Alter. Einfach nicht nervig Sounds suchen muss, ich lieb's. Ich hätte gerne so eine Pre-Hook mäßig, vielleicht so. Yeah. Intro dope. Und dann ist das unser Beat, Freunde. Ich hätte gerne den Bass noch ein bisschen lauter. Sir! Alright, Freunde. Und ich würde sagen, das ist unser Final Beat. Let's go! Ich war gerade zu Hause was essen, aber ich habe eine gute Nachricht. Ich gehe wieder ins Zoo, denn wir haben eine Antwort von Litty. Er hatte einen Loop gepickt und mir sogar Drums gesagt von einem anderen Song, wie die ungefähr sein sollen. Aber ich würde sagen, das erzähle ich euch gleich nochmal, wenn ich im Studio bin. Yes, sir. Angekommen im Studio, geht's ran an den Beat. Ich habe richtig Bock auf den Loop. Ich finde, er hat sich einen richtig geilen ausgesucht. Daraus machen wir ein Brett. Go, das könnte ein richtiger Sommer-Smash werden. Okay, ich würde gerne mit dem Bass anfangen. Ich habe mir schon so einen Sound gesucht. Mal gucken, ob es der wird, aber erstmal die Root Notes rausfinden. Das klingt doch schon mal nach was. Ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, ob das die Root Notes sind, die der sich dabei gedacht hat und so. Aber pff, klingt erstmal ganz nice, I guess. Brauchen wir aber ganz wichtig die richtige Snare. Okay, okay, okay. Hi-Hat mag ich auch schon, aber hier muss auf jeden Fall ein bisschen Velocity rein, sprich so jede zweite Hi-Hat ein bisschen leiser. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Alright, ich habe das Sample einmal kurz gequantized, das war irgendwie ein bisschen Krampf, aber wir sind wieder am Start, wir sind wieder drin, let's go. So far klingt es auf jeden Fall immer schon mal ganz nice. Vielleicht suchen wir uns noch einen anderen Bass-Sound. Erstmal brauchen wir aber auf jeden Fall eine Kick. Dann ist der Beat auch schon zumindest basically erstmal fertig.
As simple as that. Wir brauchen aber so einen richtigen Post-Punk-Bass-Sound. Aber ich sag, man findet safe auf Splice. Wir können den mal ausprobieren. Der Bass-Sound klingt doch schon mal ganz geil. Ich hätte die Bassline auch jetzt so geändert. Ich glaube, so ist es. So muss es sein. Aber mit dem Bass-Sound bin ich noch nicht ganz zufrieden. Okay, also das wird obvious die Hook. Aber das Gefühl, das ist ein Song. Der fängt an mit der Hook, aber mit der Hook ohne Drums. Die Hook mit Drums kommen erst irgendwann hier, so später. Das heißt, wir können dabei hier schon mal mäßig alles Sample-Shit hinmachen. Gucken, wie der Song anfängt. Maybe so. Das ist zu basic. Wie ist so? Hier kommt dann mäßig die Hook. Und hier kommt dann, glaube ich, nur so der doppelte. Dann droppt sie den Verse. Und auf jeden Fall will ich hier ein so ein und dann drop. Ich habe auch die Hi-Hat aber jetzt komplett gelöscht. Perfekt. Zumindest das Pattern. Ich weiß nicht, an sich wäre das geil, wenn das mit Hi-Hat reinkommt, aber es ist auch so cool, muss man sagen. Boah, und diese Velocity-Hi-Hat-Scheiße, Digga, seit neuestem. Hier immer in dieser Velocity rumzufummeln, ist so anstrengend. Macht das tatsächlich seitdem eigentlich immer einfach. Nehme hier Kickstart und stelle das dann hier so ein, zack, und dann reguliere ich, wie viel ich haben will. Viel einfacher, Mann. Okay, hier kommt dann noch irgendwas hin, so ein Build-Up-Type-Shit. Aber dann gehen wir auf jeden Fall so in die Hook. Eit, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein nices Crash-Becken. Boah, ich glaube, ich will als Build-Up so einen Halftime-Part machen. Der kam gerade irgendwie. Oh no, let's try. Da muss halt so dumm Reverb dann drauf. Ja, aber die letzte Snare muss dann irgendwie wieder auf die 4 kommen. Mal sehen, Digga, das könnte ein bisschen scuffed werden. Aber wir gucken mal. Wobei. Überdope, Digga. Das ist alles noch nicht so clean und so, aber die Idee finde ich todeshart. Hi Friends, ich würde sagen, das ist so erstmal die erste Idee. Da fehlt natürlich noch einiges an Arbeit, so ein bisschen Mixing. Hi-Hat bin ich zum Beispiel auch immer noch nicht so happy mit und andere Sachen, aber ich muss mies dringend auf Toilette. Da gehe ich jetzt kurz hin und dann baue ich den Beat gleich einmal ohne Cam weiter, weil ich sage euch ganz ehrlich, irgendwie ist man dann kreativer und fühlt sich nicht so under pressure, wenn man so die ganze Zeit das Gefühl hat, mir gucken Leute zu. Deswegen, ich will den gerade so fertig machen, ich habe das Gefühl, der könnte sehr, 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 sehr krass werden. Macht das Ganze in Ruhe, dann zeige ich euch den nochmal und wir schicken den zusammen an Litty raus. Ist das ein Deal? Yes, sir. Hi, Friends. Beat ist an Litty geschickt, der hat sehr gefeiert. Vielleicht kann ich euch ja heute sogar noch einen Song zeigen. Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall jetzt den Song, den ich vorhin gemixt habe, mastern, damit der fertig ist. Und ich bin so froh, wenn dieser Song endlich fertig ist. Hilfe. Hi, Friends. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Format fandet. Zeigt es mir mit Likes und so. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, dieses wunderschöne neue Studio eingerichtet wurde, was ich da reingesteckt habe und wie der Plan war und wie es jetzt im Endeffekt aussieht. Guck dir das Video an, da zeige ich dir alles ganz genau. Viel Spaß damit. Let's go!